Also Herr Zumbrunnen, spürt die Migros irgendwelche Auswirkungen des Ukraine-Kriegs? Ja, wir spüren die indirekten Auswirkungen der Krise. Wir hatten bereits seit letztem Herbst mit steigenden Kosten damit konfrontiert, Rohstoffpreise, Energiekosten, und der Krieg hat diese Situation noch stark verschärft. Die Preise für Rohstoffe schießen in die Höhe, haben Sie gesagt. Wie stark muss die Migros im laufenden Jahr die Preise in den Läden erhöhen? Es ist einfach sehr schwierig, hier Prognosen zu machen, weil die Abhängigkeiten weltweit so groß sind. Wir analysieren Produkt für Produkt, was das konkret bedeutet. Im Moment rechnen wir nicht mit großen Preisen und Passungen, aber mittelfristig werden wir wahrscheinlich diese Preiserhöhungen nicht verhindern können. Sie rechnen mit keinen großen Preisanpassungen, aber Sie rechnen mit Preisanpassungen. Ja, wir rechnen mit Preisanpassungen, weil diese Kostensteigerung Realität ist, selbstverständlich. Aber die Migros hat sich groß geschrieben, einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Und wir werden, wie früher, uns einsetzen, um die Effekte zu minimieren. Die Stärke des Schweizer Franken sollte auch hier eine Rolle spielen. Haben es dann die Menschen jetzt Speiseöl, nachdem es im Corona-Jahr 2020 WC-Papier gewesen war? Stellen Sie das fest? Nein, das stellen wir nicht fest. Hat die Migros genug Speiseöl? Migros hat genug Speiseöl. Profitiert die Migros von der Explosion der Benzin- und Heizölpreise? Nein, das ist eigentlich umgekehrt der Fall, was ein bisschen kontraintuitiv ist. Vielleicht eigentlich ist die Situation auch für Migros zum Beispiel sehr, sehr, sehr schwierig im Moment, weil die ganze Situation total unberechenbar ist. Das heißt, Ihre Margen sind unter Druck? Unsere Margen sind unter Druck, das ist korrekt. Wie lange halten Sie noch an der krisengeschüttelten Reisetochter Hotelplan Group fest? Ja, wir haben in der zweiten Hälfte des letzten Jahres festgestellt, dass die Reiselust intakt ist. Wir waren sogar über 2019 in der zweiten Hälfte des Jahres, und der Anfang dieses Jahres war auch sehr positiv bis zum Krieg. Nichtsdestotrotz bleiben wir optimistisch für die kommenden Monate. Wann wird Hotelplan in die schwarzen Zahlen zurückkehren? Wenn es so weiter geht, dieses Jahr. Wie groß soll das Geschäft mit Alkohol werden? Wir haben uns noch keine Gedanken dazu gemacht. Was in Forderung steht, ist der demokratische Prozess. Wir warten auf die Ergebnisse der kommenden Abstimmungen, und dann werden wir analysieren, was das konkret bedeutet. Wird durch das Geschäft mit Alkohol in den Migros-Läden nicht die Discount-Tochter Denner kannibalisiert? Noch einmal, wir warten auf die Ergebnisse. Das würde auch selbstverständlich einige Auswirkungen intern haben. Noch einmal, wissen wir nicht, ob wir mit dieser Frage konfrontiert werden.